Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu einem Wi-Fi-Fan-Battle. Heute gegen den lieben Erik. Er sitzt auf einige interessante Pokémon, darunter Austos, Zytomega und Tauboss. Ja, ich versuche mich hier aus einem Team bestehend aus Metagross, Mega Altaria, Relaxo, Togekiss, Zoroark und Tentantel irgendwie der Situation Herr zu werden. Und ja, ich hatte eigentlich mit einem Opening von Austos gerechnet, womit ich deshalb mit Metagross angefangen habe. Aber ich rede wieder schon viel zu viel und deshalb fangen wir einfach direkt an mit dem Kampf gegen Erik. Ja, falls ihr noch heute etwas vorhabt, der Kampf kann durchaus etwas länger werden. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, aber keine Sorge, es sind nur 59 Züge. Nur 59. So. Also, wir fangen mit Austos an. Austos macht wieder seinen Hausbruch, um Initiative und Spezialangriff sowie den Angriffswert zu erhöhen. Dafür sinken aber Verteidigung und Spezialverteidigung. Und jetzt kriegt Austos erstmal einen Sternenhieb ab. Die Verteidigung von Austos wurde gerade von sich selbst gesenkt, ja, und dementsprechend ist der Schaden relativ hoch. Und eine Angriffserhöhung bei Metagross. Patronenhieb. Der reicht auf Austos und Austos hat einfach gar nichts gemacht. Eriks erstes Pokémon K.O., ohne mir irgendwie ein Haar zu krümmen. Kommt mit Morlott und er ruft Morlott sofort wieder zurück gegen Dark Knight. Ja, natürlich übt es mit dem Erzwinger Druck aus. Ich habe mich für Erdbeben entschieden. Und das ist ein Sofort-KO. Also Erik hat nicht wirklich gut angefangen. Zwei Pokémon sind K.O. Jetzt kommt wieder Morlott rein. Gerade das, was er sich eben schon entschieden hatte. Ja, Erdbeben macht kaum Schaden. Aber Erdbeben von Morlott macht einiges an Schaden. Aktiviert den Schwächenschutz. Habe aber selbst nicht bedacht natürlich, dass Morlott Unkenntnis kann. Und somit nicht ausgewechselt, was ein großer Fehler war. Das werden wir aber noch später sehen. Ja, Erdbeben nochmal eingesetzt. Morlott nimmt doch wieder einiges an Schaden. Ich glaube, es war sogar Max-Damage gewesen, weil ansonsten wäre dieser Schaden nicht erklärbar gewesen. Ja, wie gesagt, durch die Unkenntnis der Schwächenschutz vollkommen nutzlos und meine Dreifach-Angriffserhöhung. Es ist echt, ja, zum Kotzen. Und ja, die Genesung ist auch nicht wirklich gerade das, was ich unbedingt brauche. Ja, hat sich in eine bessere Position gestellt, der liebe Erik. Am Anfang sehr schlecht angefangen und gleich zwei Pokémon aufgeopfert. Ja, auch mit Altaria konnte ich hier nicht mehr viel ausrichten. Und es gibt einen Doppelrückruf. Kommt hier mit Florges. Und ja, Erik ruft instant wieder zurück auf Morlott. Es war mir aber gerade recht gewesen, denn ich hatte sowieso vor, Egelsamen zu spielen. So, Morlott übersteht das nicht wirklich lange. Das Problem ist, wir sind beide Fluch-Pokémon. Das heißt, sowohl mein Tentantel setzt auf Fluch und Gyroball, als auch Morlott, das mit Fluch seine Verteidigung und Angriffswerte steigt. Ja, jetzt haben wir beide Fluche eingesetzt. Ist natürlich super ärgerlich, weil mein Angriffsboost an und für sich nichts bringt und der Initiative-Fall auch nicht, denn Morlott hat ja seine eigene Initiative ebenfalls gesenkt. Somit hat mir der Zug absolut gar nichts gebracht, außer dass ich jetzt hier wieder Egelsamen dazu bekomme. Ja, kommt hier nochmal mit Erdbeben. Ich habe mich aber entschieden, erstmal die Tarnsteinchen rauszuhauen. Morlott ist hier nicht unbedingt noch in Killrange. Ja. Dank der Egelsamen bekomme ich auch wieder KP zurück. Ja, und ihr seht schon, ein relativ switchlastiges Battle. Kommt jetzt hier mit Zytomega, einem wirklich extrem langsamen Pokémon. Und deshalb war der Rückruf von mir auch gar nicht mal so schlecht. Auf Togekiss habe ich zurückgerufen. Kommt mit Luftschnitt. Macht circa ein Drittel von KP Schaden. Zweiter Luftschnitt, dank des Zurückschreckens. Hat jetzt schon zwei Drittel der KP verloren. Und ruft dementsprechend wieder zurück.
Diesmal auf Florges. Es sind also zwei Feen-Pokémon im Spiel. Und das war nicht die letzte Kampfsituation, wo wir Florges und Torgekiss gesehen haben. Jetzt kommt ein fataler Fehler eigentlich schon fast zu mir. Ich habe Donnerwelle auf Florges eingesetzt. Nun gut. Wir werden später sehen, warum das nicht unbedingt klug war. Wir kommen jetzt mit Mondgewalt. Florges hat einen relativ hohen Spezialangriff. Ja, aber die Spezialverteidigung von Togekiss ist auch relativ hoch, so wie der Spezialangriff, der jetzt aber leider gerade von Mondgewalt gesenkt worden ist. Und somit nicht wirklich gut. Versuche mit Aquawelle Florges zu verwirren. Krieg sogar einen Crit hin und die Verwirrung. Mal gucken, ob es klappt. Nein. Sowohl durch die Verwirrung als auch durch die Paralyse kommt Florges einfach knallhart durch. Da mir klar war, dass es ein Wishdream-Support ist, sprich er im nächsten Zug mit Schutzschild angreifen würde, beziehungsweise schützen würde, habe ich einfach zurückgerufen. Habe mich für Tentandel entschieden, was natürlich ein durchaus großes Risiko ist. Aber auch er entscheidet sich für den Rückruf und ein wirklich guter Rückruf auf Zytomega. Da ja, wie gesagt, Tentantel sehr langsam ist, aber Zytomega einfach wirklich noch langsamer als Tentantel. Habe ich einfach entschieden, Metagross K.O. gehen zu lassen, auch wenn es wirklich ärgerlich ist. Komme ich mit dem Fokusstoß, der trifft auch und das war's für Metagross. Metagross hat keine Chance. So, bin hier wieder mit Altaria reingekommen. Was soll ich auch großartig machen? Habe ich ja eigentlich schon fast mit einem Wechsel gerechnet und deshalb nicht mich für die Schallwelle entschieden, sondern für den Feuersturm. Gut. Feuersturm kommt auf Zytomega, zieht einiges ab. Warum jetzt Gedankengut kommt, ja, das habe ich mich eigentlich, um ehrlich zu sein, auch gefragt. So, Schallwelle. Und das reicht natürlich dank der Fähigkeit von Altaria locker, um Zytomega zu besiegen. Kommt hier mit Taubos. Natürlich ist das sein Mega-Pokémon. Und ja, es ist verdammt schnell. Und somit auch schneller als Mega Altaria. Und dank der Fähigkeit Schildlos trifft jede Attacke, auch der wirklich ungenaue Orkan. Eigentlich nur eine Genauigkeit von 70, aber dank der Fähigkeit Schildlos ist das natürlich hier eine ganz klare Sache. Hätte ich mich lieber für Schallwelle entschieden, es wäre viel besser gewesen. Auch der Rückruf zu Tentandel war völlig verkehrt. Haben mir also gleich zwei Fehler erlaubt. Das war nicht wirklich klug, weil hier an der Stelle konnte ich Tentandel einfach nur noch K.O. gehen lassen. So. Ärgerlicherweise war Shadow sowohl als Altaria als auch als Tentantel getarnt. Wieso es seine Fähigkeit vollkommen verloren hat. Und jetzt war auch klar gewesen, dass es natürlich hier an der Stelle Zorak ist. Aber was ein Glück trägt es den Fokusgurt. Oh Mann. Da hatte ich nochmal Schwein gehabt. Taubos hat gleich ein Pokémon mitgenommen. Und Altaria ziemlich geschwächt. Kommt jetzt mit Florges. Zorak kann leider keine Gift- oder Stahlattacke, wieso ich es zurückgerufen habe. Habe mich mal für Relaxo entschieden. Und jetzt kommt zum ersten Mal die Paralyse durch. Und ja, da stellt es wieder KP her. Ich wollte mal gucken, wie viel die Rückkehr so abzieht. Aber Florges ist einfach mega defensiv. Und da ist mit Relaxo kein Vorbeikommen. Auch wenn Relaxo offensiv ausgelegt ist, es hat einfach kaum etwas abgesogen. Und deshalb der Rückruf wieder auf Altaria.
Das war zum Glück keine Mondgewalt gewesen. Und Florges ist wieder mit vollen KP im Spiel. Ja, hat mich hier für Ruheort entschieden, um eigentlich KP wiederherzustellen. Kommen jetzt hier aber mit Mondgewalt, die auf dem Mega-Altaria natürlich sehr effektiv ist. Und ja, das macht mehr Schaden, als ich mich aufheilen konnte. Und jetzt Mega-Altaria direkt aufzuopfern, wäre auch fatal gewesen. Und jetzt beginnt das Problem, was ich 29 Züge lang hatte. Togekiss oder Florges? Welches Pokémon wird gewinnen? Ja, es ist ein großes Problem. Florges ist paralysiert. Auch in diesem Zug. Ich kann mit Togekiss ziemlich oft zurückschrecken lassen. Kann eine Verwirrung hervorrufen. Aber wirklich viel abziehen tut es natürlich bei dieser immensen Spezialdefensive, die Florges hat, nicht wirklich. Und die Counter-Pokémon, Tentantel und Metaross, sind beide K.O. Und das war so der springende Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah, nein! Verdammt nochmal! Weil dieser Kampf ist jetzt einfach, wer kommt hier mit seinen Hex durch? Ob es mir gelingt, gegen Florges hier noch durchzukommen? Jetzt kam Gedankengut und mir war klar gewesen, dass es nicht mehr einfach werden würde. Mir jetzt sogar auf noch einen Crit angewiesen bin. Aber ich habe durchaus Zeit. Ein Togekiss kann in der Regel das Pokémon zurückschrecken lassen. Beziehungsweise, wenn es verwirrt, paralysiert und zurückschrecken kann, wird es das auch meistens tun. Ihr seht, gerade kam die Paralyse dank des Schutzschildes durch. Aber Aquavelle schafft es einfach nicht, Florges zu verwirren. Und man sieht einfach, beide Pokémon heilen sich einfach mit Überreste auf. Hab mich jetzt einfach mal für Luftschnitt entschieden, um die KP von Florges wieder etwas runterzudrücken. Flinch und Para kommen nicht durch. Das ist ja schon super ärgerlich eigentlich. Aber ich habe keinen Counter mehr dabei. Ich habe 4 Pokémon, aber keinen Counter mehr gegen Florges dabei. Und deswegen muss es Togekiss irgendwie richten. So, kommt wieder Luftschnitt. So, erster Flinch. Florges ist circa bei der Hälfte der KP angelangt. Komme hier weiterhin mit Luftschnitt. Und der nächste Flinch für Florges. Natürlich super ärgerlich, dass einmal Gedankengut durchkam. Ja, dadurch der Luftschnitt enorm abgeschwächt. Es wäre klug, hier vielleicht mal einen Volltreffer hinzubekommen, dass Florges hier in Bedrängnis kommt. Und ja, das zweite Mal, wo Para und Flinch wieder keinen Erfolg haben. Und jetzt kommt auch noch der Wunschtraum durch. Ja, das ist natürlich doppelt ärgerlich. Weil ich hier so gegen Florges nichts ausrichten kann. Habe mich jetzt hier für die Aquavelle entschieden. Einfach der Tatsache geschuldet, dass ich vielleicht mal gucken wollte, dass er Schutzschild einsetzt. Aber anstattdessen kam ein weiteres Gedankengut. Also jetzt schon plus 2 und plus 2 Spezialverteidigung. Und ja, Florges jetzt zu besiegen wird immer schwerer. Und wie gesagt, Counter-Pokémon habe ich keine mehr dabei. Florges ist paralysiert, ich kann es also nicht auch vergiften oder sowas. Kann es höchstens noch mit Aquavelle verwirren. Und das passiert auch endlich mal. So, verwirrt, kommt aber nicht durch die Paralyse. Ja, Überreste füllt wieder einige KP auf. So, kein Flinch, Verwirrung, verletzt sich aber. Die Wahrscheinlichkeit, dass Florges jetzt in diesem Zustand angreift, ist wirklich einfach unterirdisch. 25% Paralyse, 25% Verwirrung und 60% Flinch.
Da verzagen die meisten Pokémon und dementsprechend schreckt Floris zurück und kann nicht angreifen. Torkoal hat sich derweil gerade mal auf Max KP wieder regeneriert. Nächster Luftschnitt. Ist nicht mehr verwirrt, kommt mit der Mondgewalt durch. Und dank des wirklich mittlerweile hohen Spezialangriffs hat das Floris auch ganz schön viel bei Togekiss an Schaden anrichten können. Floris wehrt den nächsten Luftschnitt ab. Und das ist natürlich doppelt ärgerlich, weil Togekiss gleich den zweiten Mal hier die Mondgewalt abkriegt. Kriegt jetzt sogar den Spezialangriffs-Drop, was wirklich echt bitter ist, einfach nur. Ja, und Floris heilt sich munter auf. Ich hatte nur noch die Möglichkeit, Floris zu verwirren, um mich irgendwie im Kampf zu halten. Und ja, das gelingt mir auch. Und jetzt kommt die Verletzung. Und ja, jeder Zug, den sich Togekiss hier munter aufhält, ist ein wirklich guter Zug für mich. Schlecht ist es aber auch, dass Floris sich aufhält. Das Problem ist einfach, ich habe wirklich einen unterirdischen Spezialangriff mittlerweile. Deswegen ein Crit wäre ganz nützlich, oh gut. Aber mittlerweile ist das Glück eher auf Floris Seite. Nächster Luftschnitt. Kein Flinch, Verwirrung. Keine Verwirrung, aber es kann durch die Para nicht angreifen. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Floris in diesem Zustand irgendwie zu einem Move kommt, ist wirklich unterirdisch. Wenn ich aber auswechsle, auch die Gefahr, dass Floris hier kurzen Prozess macht. Also der Schaden beläuft sich vielleicht auf 3 bis 5 Prozentpunkte von Floris, wenn überhaupt. Ne, noch ein bisschen mehr. Es dürften so 12,5 sein, aber man sieht einfach, die Überreste füllt fast das wieder auf, was Floris hier an Schaden nimmt. Also ich komme hier nicht wirklich viel voran. Und die AP von Luftschnitt, so banal es sich anhören mag, sind allmählich dahin. Kriegt keinen Flinch, ist nicht mehr verwirrt, ist nicht paralysiert, kommt mit dem Wunschtraum wieder durch und es wird elend. So. Hier an der Stelle habe ich mich einfach entschieden zu riskieren und zurückzurufen. Auf Altaria, natürlich ist das nicht Altaria, sondern die manchen haben es schon erkannt. Es ist natürlich so getarnt als Mega-Altaria. Aber mit einer sehr schlechten Tarnung, denn es hat nur einen einzigen Kraftpunkt. Somit weiß man natürlich, dass dieses Altaria ein Zorak ist. Tränkenschmied, ich habe einfach mal hier auf die Para gehofft. Natürlich hat das in diesem Kampf hier nicht funktioniert, indem ich schon eh so viel Pech hatte. Und dementsprechend die wirklich schlechte Tarnung von Shadow ist besiegt worden. Gut. Mit dem wirklich immensen Spezialverteidigungswert komme ich hier kaum noch durch. Relaxo nicht wirklich in der Lage, eine Stahlattacke einzusetzen. Mondgewalt. Man könnte jetzt meinen, bei 3 plus macht es doch viel, viel Schaden bei Relaxo. Aber dank der Offensivweste wird der Schaden fast, ja, negiert. Ja, Rückkehr zieht doch einiges ab. Aber ich kriege einfach keinen Crit, wieso ich Relaxo hier, ja, doch relativ gefährlich reinspielen musste. Wie gesagt, Rückkehr macht einiges an Schaden, aber Floris kommt auch immer wieder mit der Mondgewalt. Hat jetzt schon die Hälfte der KP verloren. Es wäre also gute Gelegenheit, jetzt wieder mit Togekiss reinzukommen und mit Togekiss zu versuchen. Habe mich aber für Altaria entschieden. Und wollte mal gucken, wie viel so die Schallwelle abzieht.
leider nicht wirklich viel. Aufgrund des hohen Spezialverteidigungswerts geht auch Altaria K.O. Und man sieht schon, wo das Ganze raus hinausläuft. Ich hatte 4 Pokémon gehabt und keins ist wirklich in der Lage gewesen, Florges zu countern. Denn die Pokémon, die Florges hätten wirklich effektiv countern können, sind beide K.O. gegangen. Ja, dieser Kampf wird immer kurioser. Der nächste Luftschnitt-Miss bei Doggekiss. Es reimt sich wieder so herrlich. Gut. Kommen die natürlich wieder mit Überreste bei beiden Pokémon. Versuche nochmal mein Glück mit Luftschnitt. Kommt hier mit dem Wunschtraum auch wieder durch. Kein Flinch, keine Para. Nichts dergleichen. Bei Florges. Wie gesagt, es ist schon immens geboostet. Und ja, hier mit Doggekiss irgendwie noch durchzukommen und was auszurichten, wird schwer. Keine Verwirrung, keine Paralyse. Mondgewalt trifft Doggekiss. Und ja, dementsprechend war es das auch für Doggekiss. Und ich habe den Kampf 2-0 verloren. Ja, ich wollte euch auch mal einen Kampf zeigen, wo ich mal gegen Zuschauer knallhart verliere, zumal ich wirklich gestern 4 Kämpfe hatte, wo ich verloren habe. Deswegen habe ich mir mal einen rausgesucht, der relativ interessant war. Ich habe mir diesen Kampf einfach mal rausgewählt, weil ich einfach wirklich über viele Pokémon mehr hatte als er. Und am Anfang war es eigentlich so, oder hat es eigentlich so ausgesehen, als würde ich diesen Kampf wirklich sehr eindeutig gewinnen. Habe Metagross aufgeopfert, habe Tentantel aufgeopfert. Beide konnten Stahlattacken, die sehr effektiv auf Florges hätten gewirkt hätten. Ja, mit Egelsamen hätte ich Florges irgendwann auch rausekeln können an dieser Stelle oder bei Metagross mit Sternenhieb hier Florges doch einiges an Schaden anrichten können. Beides habe ich relativ leichtsinnig verspielt. Metagross am Anfang gegen Morlord und Tentantel gegen einen wirklich schlechten Tausch bei Taubos. Es wäre viel sinnvoller gewesen, hätte ich Altaria K.O. gehen lassen und dafür Zoroark in den Kampf gerufen. Das wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, zumal sich Zoroark wahrscheinlich als Tentantel in dem Falle getarnt hätte. Und in dem Sinne wäre es auch klug gewesen, dann direkt mit Zoroark anzugreifen. Das hätte dann auch wirklich gut funktioniert. Nun ja, so ist es halt dementsprechend relativ ärgerlicherweise, muss man sagen, auch 2-0 gegen mich ausgegangen. Erik hat halt wirklich gut gespielt. Ich habe Morlords Fähigkeit einfach komplett ausgeblendet, was einem nicht wirklich passieren sollte. Man muss aber fairerweise sagen, am Anfang hat er doch relativ viele Fehler gemacht. Er hat Austausch als Opening gespielt, womit ich eigentlich schon gerechnet habe. Und deshalb habe ich Metagross direkt in den Kampf gerufen. Auch wenn Metagross nicht wirklich viel gegen die immense Defensive von Austausch ausrichten kann. Das Problem ist einfach, Hausbrust senkt auch den Verteidigungswert und somit macht es den halt eben auch ein bisschen anfälliger für den Sternenhieb. Auch wenn Metagross jetzt nicht den Angriffsboost bekommen hätte, die Eissperre wäre niemals in Killrange gewesen bei Metagross. Von daher, ja, Austausch nicht wirklich gutes Opening. Auch der Wechsel zu seiner Sneeble-Weiterentwicklung war völlig verkehrt gewesen. Man hätte einfach mit Mordor drin bleiben müssen. Das wäre sowieso die bessere Option gewesen, da ich sowieso nicht gewusst hätte oder verdrängt hätte, dass Morlord in dem Sinne Unkenntnis kann. Am Anfang hat Erik viele Fehler gemacht, dafür hat er es am Ende ziemlich gut gemacht, weil man muss einfach sagen, da hat er eindeutig besser gespielt, als ich es getan habe. Und ich habe wirklich, wie gesagt, die beiden Counter, die ich hier gegen Florges eindeutig dabei hatte, habe ich leichtsinnig verbraucht. Und deshalb habe ich auch fairerweise, muss man sagen, verloren. Hexglück war nicht mit dabei, ich habe zwar viele Hex irgendwie hinbekommen, aber da war nichts mehr zu machen mit Gedankengut. Hat es sich so immens geboostet gehabt, dass ich da wirklich nur noch mit einem Crit effektiv hätte durchkommen können. Und ja, Spezialangriffs-Drop, beziehungsweise zweifacher Spezialangriffs-Drop, haben dann
das Restliche gegen mein Team ausgerichtet. Ja, wie fandet ihr den Kampf mit Erik hier an der Stelle? Teilt es mir mit in den Kommentaren. Ich bin jetzt erstmal weg. Hier sind auch nochmal zwei Videos, die euch interessieren könnten. Haut hier rein, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Wi-Fi-Battle hier. Hier sind auch noch zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren können. Auf der linken Seite alle Kämpfe aus der DPL beginnt mit dem ersten Kampf und auf der rechten Seite die Wi-Fi-Battles von mir. Einfach mal draufklicken und ansehen. Falls ihr mich noch nicht pokeniert habt, könnt ihr das tun mittels des Pokenieren-Buttons, denn Pokenieren ist besser als halb studieren, meine lieben Freunde. Und deshalb hier in dem Sinne verabschiede ich mich und sage bis dann, Servus und Ciao, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums.